Als Selbstständige haben wir ständig mit der Steuer und der Buchhaltung zu tun. Wir haben ständig irgendwelche Deadlines, Fristen und Termine, an die wir uns halten müssen. Und zwar nicht nur für eine Steuer, also die Einkommensteuer, sondern auch für die Umsatzsteuer und auch gegebenenfalls die Gewerbesteuer. In diesem Video gebe ich dir einen kompakten Überblick über die Fristen, die du als Selbstständiger auf jeden Fall kennen solltest. Und wir starten mit der Steuererklärung. Anders als Angestellte gibst du als Selbstständiger entweder 2 oder 3 Steuererklärungen ab, weil du neben der Einkommensteuer auch die Umsatzsteuer bzw. eventuell auch die Gewerbesteuer zahlen musst. Die gute Nachricht, all diese Steuererklärungen sind am gleichen Tag fällig. Das heißt, da musst du dir nicht unterschiedliche Fristen merken. Und zwar gilt da standardmäßig immer der 31.07. bzw. der 31. Juli. Das heißt, du musst alle 3 bzw. 2 Steuererklärungen bis zum Folgejahr, bis zum 31. Juli abgegeben haben. Tatsächlich gibt es aktuell ein paar Fristverlängerungen. In diesem Jahr zum Beispiel endet die Frist nicht Ende Juli, sondern Ende September. Das liegt noch an Corona. Corona hat für einen wahnsinnig großen Stau bei vielen Unternehmen, aber auch beim Finanzamt geführt und deswegen gibt es da gerade Fristverlängerungen. Du bist aber tatsächlich immer auf der sicheren Seite, wenn du dir einfach den 31. Juli merkst und du deine Steuererklärungen bis zum 31. Juli fertig hast und an das Finanzamt übermittelst. Das Finanzamt wird dich nicht dafür bestrafen, dass du eine Steuererklärung 3 Monate vor der Deadline abgegeben hast. Aber unter Umständen tatsächlich, wenn du sie zu spät abgegeben hast. Da gibt es nämlich Zwangsgelder, Verspätungszuschläge, wenn du zu spät bezahlst, auch Säumniszuschläge und Steuernachzahlungen werden ab einer gewissen Zeit auch verzinst. Das heißt, da gibt es eine ganze Reihe an zusätzlichen Kosten und natürlich auch zusätzlichem Ärger, den du dir einbrockst, wenn du dich nicht an diese Fristen hältst. Übrigens gibt es für die Steuererklärungen neben der Corona-Verlängerung auch noch eine andere Verlängerung, die du unbedingt kennen solltest, wenn du einen Steuerberater hast. Steuerberater müssen die Steuererklärungen nämlich nicht bis Ende Juli des Folgejahres abgeben, sondern bis Ende Februar des übernächsten Monats. Das heißt, die haben nicht 7 Monate Zeit, sondern 14 Monate Zeit, um alle Steuererklärungen zu erledigen. Das heißt, du musst jetzt nicht im August oder September nervös werden, wenn dein Steuerberater sich noch nicht bei dir gemeldet hat. Und tatsächlich ist es bei der Jahressteuererklärung auch so, dass du auch Fristverlängerungen beantragen kannst. Also wenn du beispielsweise einen längeren Auslandsaufenthalt hast oder einen Umzug oder eine Krankheit, dann kannst du dich auch immer beim Finanzamt melden und um Fristverlängerung bitten. Und gerade bei den Jahressteuererklärungen sind die Finanzämter in der Regel auch sehr kulant und geben dir dann 1, 2 oder sogar 3 Monate mehr Bearbeitungszeit für deine Steuererklärungen. Aber auch nur, wenn du sonst dich an die Fristen gehalten hast. Deswegen, bevor du jetzt einfach eine Frist ignorierst und deine Steuererklärung einen Monat später abgibst, frage lieber vorher einmal nach, beantrage eine Fristverlängerung. Die Wahrscheinlichkeit, dass du sie auch bekommst, ist relativ groß. Aber es gibt neben dieser einen jährlichen Deadline auch unterjährig eine ganze Reihe an Terminen und Fristen, die du kennen solltest. Und zwar für jede einzelne Steuerart. Und die schauen wir uns jetzt einfach mal nacheinander gemeinsam an. Und wir fangen an mit der Umsatzsteuer. Unterjährig müssen alle umsatzsteuerpflichtigen Unternehmer Umsatzsteuervoranmeldungen abgeben. Zumindest, wenn sie im letzten Jahr über 1.000 Euro Umsatzsteuer gezahlt haben. Das heißt, wenn du Kleinunternehmer bist oder deine Umsatzsteuerzahllast im letzten Jahr unter 1.000 Euro lag, dann musst du tatsächlich keine Umsatzsteuervoranmeldungen abgeben. Dann reicht es, wenn du einmal im Jahr eine Umsatzsteuererklärung abgibst, für die dann wieder der 31.07. gilt. Diese Umsatzsteuervoranmeldungen, die musst du entweder monatlich oder quartalsweise abgeben. Da fordert dich das Finanzamt immer schriftlich dazu auf, dass entweder monatlich oder quartalsweise zu machen. Und das hat nichts damit zu tun, ob das Finanzamt dich mag oder ob du besonders zuverlässig bist. Das richtet sich tatsächlich nach der Umsatzsteuerzahllast im vergangenen Jahr. Also wenn die über 7.500 Euro lag, dann musst du eine monatliche Umsatzsteuervoranmeldung machen. Und wenn sie unter 7.500 Euro und halt über 1.000 Euro lag, dann reicht eine quartalsweise Umsatzsteuervoranmeldung. Und die musst du immer 10 Tage nach dem sogenannten Voranmeldezeitraum abgeben. Also 10 Tage nach einem Monat oder 10 Tage nach einem Kalenderquartal. Das heißt beispielsweise, die Umsatzsteuervoranmeldung für das 2. Quartal, was ja am 30.06. endet, muss bis zum 10.07. abgegeben werden. Und bei der Umsatzsteuer ist das immer so, dass du gleichzeitig deine Voranmeldung machen musst und gleichzeitig schon das Geld überweisen musst. Das heißt, du machst nicht die Umsatzsteuervoranmeldung und wartest dann erstmal auf den Umsatzsteuerbescheid, um dann zu bezahlen. Bei der Umsatzsteuer musst du tatsächlich immer direkt bezahlen. Wir fassen also zusammen, für die Umsatzsteuervoranmeldung gilt immer der
10. Das bedeutet, wenn du eine monatliche Umsatzsteuervoranmeldung machst, musst du am 10. Februar, 10. März, 10. April und so weiter immer eine Umsatzsteuervoranmeldung machen. Und wenn du quartalsweise deine Umsatzsteuervoranmeldungen machst, dann machst du das entsprechend am 10. April, 10. Juli, 10. Oktober und 10. Januar. Und diese Frist für die Umsatzsteuervoranmeldung kannst du übrigens auch verlängern, und zwar als eine Art Abo. Das heißt, du kannst einen Antrag stellen und damit alle Abgabetermine für Umsatzsteuervoranmeldungen verlängern. Also eine Dauerfristverlängerung. Und das kannst du einmal machen mit einem Antrag. Ich habe zum Thema Dauerfristverlängerung auch schon mal ein separates Video aufgenommen. Das verlinke ich dir gerne oben rechts. Das heißt, wenn dir 10 Tage einfach zu wenig ist, um die Buchhaltung für ein ganzes Quartal zu machen, kannst du eine Dauerfristverlängerung stellen und dann hast du einen Monat und 10 Tage und dann gibst du deine Umsatzsteuervoranmeldung jeweils einen Monat später ab. Bei der Umsatzsteuer gibt es aber auch noch eine Meldung, die sehr, sehr gerne vergessen wird, aber die ganz viele von uns erledigen müssen. Und zwar ist das die zusammenfassende Meldung. Du musst nämlich, wenn du Dienstleistungen oder Produkte ins EU-Ausland verkaufst, also zum Beispiel, wenn du ein österreichisches Unternehmen berätst oder aber du kreierst YouTube-Videos und bist im Partnerprogramm von YouTube, dann hast du eine Geschäftsbeziehung mit einem Unternehmen in einem anderen EU-Land, Klammer auf, Google in Irland, Klammer zu, und dann verkaufe ich eine Dienstleistung, also eine sonstige Leistung, so heißt das im Umsatzsteuergesetz, an ein Unternehmen in einem anderen EU-Land. Und dann muss ich tatsächlich neben den Umsatzsteuervoranmeldungen auch eine zusammenfassende Meldung machen. Das heißt, ich muss melden, welche Umsätze ich mit dem EU-Ausland gemacht habe. Aufgrund dieser zusammenfassenden Meldung muss ich kein Geld bezahlen. Wenn ich sie aber nicht mache, dann drohen mir tatsächlich Strafgelder und deswegen sollte ich und du natürlich auch diese Fristen nicht verpassen. In den allermeisten Fällen macht man die zusammenfassende Meldung einmal im Quartal und für diese zusammenfassende Meldung hast du 25 Tage Zeit. Das heißt, immer 25 Tage nach einem Kalenderquartal musst du diese zusammenfassende Meldung an das Bundeszentralamt für Steuern schicken. Wenn du das Ganze noch nie gehört hast, dann klick einmal das Video an, was ich dir jetzt oben rechts verlinke und was du auch unten in der Videobeschreibung findest. Da bin ich einmal ganz detailliert durch das ganze Thema zusammenfassende Meldung gegangen. Nur an dieser Stelle hier ein ganz wichtiger Hinweis, weil das wahrscheinlich die Meldung ist, die am häufigsten überhaupt vergessen wird. Und damit kommen wir von der ziemlich komplizierten Umsatzsteuer zu der ziemlich einfachen Einkommensteuer. Und zwar musst du nicht nur einmal im Jahr aufgrund deines Einkommensteuerbescheides Einkommensteuer zahlen, sondern auch unterjährig. Und zwar 4-mal im Jahr, also einmal pro Quartal, musst du eine Einkommensteuervorauszahlung leisten. Ganz wichtiger Hinweis an dieser Stelle, in den meisten Fällen erinnert dich das Finanzamt nicht daran. Das heißt, du musst selbst diese Termine im Blick haben und dem Finanzamt dann ja die Rate für die Einkommensteuer überweisen. Wenn du diese Frist regelmäßig vergisst und das Finanzamt dir jedes Mal eine Mahnung schicken muss, dann sorgt das nicht unbedingt für das beste Miteinander. Und wenn du dann das nächste Mal eine Fristverlängerung beantragst oder Fragen beim Finanzamt hast, dann hast du gleich mit einem Sachbearbeiter zu tun, der so ein bisschen sauer auf dich ist. Deswegen solltest du dir die folgenden Termine unbedingt dick in den Kalender schreiben. Der 10. März, der 10. Juni, der 10. September und der 10. Dezember. Zu diesen Terminen überweist du nämlich bitte selbstständig die jeweiligen Vorauszahlungen an das Finanzamt. Wie viel du da zahlen musst, das steht in deinem letzten Einkommensteuerbescheid. Da steht meistens so eine Tabelle, da steht Vorauszahlungen drüber und da steht der jeweilige Betrag. Wichtig auch, meistens ist nicht nur die Einkommensteuer, sondern auch die Kirchensteuer und der Solidaritätszuschlag. Wenn du das noch nicht hast, könnte es tatsächlich daran liegen, dass noch keine Vorauszahlungen festgesetzt worden sind. Vorauszahlungen musst du nämlich immer nur dann bezahlen, wenn du insgesamt über 400 Euro Steuern in diesem einen Jahr zahlen musst. Und wenn du beispielsweise gerade gründest, dann kann es tatsächlich sein, dass du einfach noch keine Vorauszahlungen leisten musst. Und dann kannst du dir natürlich die Termine merken, weil du sie dann in den nächsten Jahren brauchen wirst. Aber dann musst du erstmal nicht aktiv Geld überweisen. Ganz ähnlich läuft es übrigens auch bei der Gewerbesteuer. Das heißt, auch bei der Gewerbesteuer hast du 4 Vorauszahlungstermine, zu denen du bitte jeweils die festgesetzte Vorauszahlung an die Gemeinde oder das Finanzamt überweist. Wenn da noch keine Vorauszahlungen festgesetzt worden sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass du erstens Freiberufler bist und damit zahlst du gar keine Gewerbesteuer oder aber unterm Freibetrag bist. Wenn du nämlich Gewerbetreibender bist, hast du einen Freibetrag von 24.500 Euro Gewinn. Das heißt, wenn dein Gewinn aus Gewerbebetrieb unter 24.500 Euro
liegt, dann zahlst du gar keine Gewerbesteuer und dann musst du natürlich auch keine Vorauszahlungen für die Gewerbesteuer zahlen. Und die Termine, die du dir jetzt bitte dick in den Kalender schreibst, sind nämlich andere als bei der Einkommensteuer. Die sind für die Gewerbesteuer nämlich der 15. Februar, der 15. Mai, der 15. August und der 15. November. Das sind die wichtigsten Steuertermine, die du als Selbstständiger unbedingt kennen solltest und die du idealerweise irgendwo in deinem Kalender gespeichert hast, damit das Finanzamt dich nicht daran erinnern muss. Natürlich kann es sein, dass du auch noch weitere Termine einhalten musst. Es gibt auch noch weitere Steuerarten, zum Beispiel die Lohnsteuer oder die Grundsteuer oder die Kfz-Steuer. Oder aber du betreibst internationalen Handel und musst dich mit dem Mini-One-Stop-Shop-Prinzip auseinandersetzen. Das kann alles sein, das betrifft aber immer nur Teile von euch, deswegen habe ich das Ganze hier in diesem Video einmal ausgeklammert. Wenn du zu einem der anderen Fristen und Termine Fragen hast, dann schreib mir gerne einen Kommentar unter diesem Video und dann helfe ich dir da gerne weiter. Und wenn ich feststelle, dass ein bestimmtes Thema ganz häufig gefragt wird, nehme ich dazu natürlich gerne auch nochmal ein Video auf. Und jetzt hier zum Abschluss dieses Videos noch ein kleiner Hinweis. Ich weiß, dass diese Termine wahnsinnig nerven und du kannst dir unglaublich viel Stress ersparen, wenn du dem Finanzamt tatsächlich ein Lastschriftmandat erteilst. Dann bucht das Finanzamt das Geld nämlich einfach von deinem Konto ab. Meiner Erfahrung nach meistens sogar zu spät, aber dann hältst du automatisch diese Fristen. Das heißt, dann hast du unterjährig mit der Gewerbesteuer schon mal gar nichts zu tun, mit der Einkommensteuer schon mal gar nichts zu tun und auch mit den Zahlungen der Einkommensteuer gar nichts zu tun. Dann musst du immer noch die Umsatzsteuervoranmeldungen abgeben, aber das Abbuchen des Geldes von deinem Konto, das übernimmt dann das Finanzamt. Und das spart dir in der Praxis relativ viel Ärger, zumindest wenn du so bist wie ich, der gerne mal solche Termine vergisst. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich dir weiterhelfen und du hast jetzt ein paar wichtige Termine in deinem Kalender notiert. Wenn du noch Fragen zu dem ganzen Thema hast oder zu irgendeinem anderen steuerlichen Thema, dann schreib uns gerne einen Kommentar unter diesem Video. Und wenn du dir denkst, dass du für solche Themen gerne einen kompetenten Begleiter in deiner Selbstständigkeit hättest, also einen Steuerberater, oder du bist auf der Suche nach irgendwelchen intelligenten Tools, die dir dabei helfen, dieses ganze Monstrum Buchhaltung und Steuern im Griff zu behalten, dann schau dir unbedingt mal meine Empfehlungen an. Die findest du unten in der Videobeschreibung. Ich verlinke sie dir aber natürlich auch gerne noch einmal hier. Oder du hast vielleicht gerade Zeit und schaust dir das ein oder andere Video auf diesem Kanal nochmal an. Zum Beispiel dieses hier oder dieses hier.